So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ihr seht, hier habe ich schon einiges Holz ausgetauscht. Das ist ein nagelneues Holz aus meinem Sägewerk. Hier steht auch noch ein bisschen rum. Diverse Sachen sind noch nicht erneuert. Ich kann aber noch keine Farbe kaufen. Das geht wohl erst, sobald ich die Möbelfabrik gekauft habe. Von daher sparen wir gerade Geld, um die Möbelfabrik zu kaufen. Und um Geld zu bekommen, kaufe ich mal wieder bei den Händlern. Hallo, wie geht's? Die Rohstoffe ein. Möchtest du handeln? Sprich Pilze, Fische und was sonst noch ist. Honig. Wobei, selbst der Honig könnte sich mittlerweile lohnen. Denn die neuen Rezepte, die wir bekommen haben. Moment, kann ich sogar gleich mal zeigen. Ein, zwei Gerichte habe ich ja sogar noch in der Tasche. Blub, blub, blub. Hier beispielsweise Großmutter süßer Fisch. Lächelnde süße Eier. Grüner Pilzteller. Die sind teilweise über 100 Dollar wert. Sprich, es Hallo, kann lohnt ich helfen? Sich dermaßen. Wobei, das kann ich mal Möchtest kurz du hier handeln? Zeigen. Also, beispielsweise meine alten Gerichte hätten 26 Dollar, 30, 39, 20 Dollar, 28 Dollar, 36, 17 Dollar gebracht. Jetzt der Fisch 88, 92, 105. Also, ich glaube, ich kaufe jetzt immer alles bei den Händlern wieder ein. So, die zwei Händler haben wir. Geht's nach oben? Ach ja, das Hallo, kann ich helfen? Möbelhaus. Möchtest du handeln? Die Möbelfabrik kostet 180.000. Sprich, das kann eine Weile dauern. Hallo! Schön, dich zu sehen, Herr Bürgermeister. Wie geht es dir? Ja, sehr gut. Möchtest du handeln? Ich will einfach nur Sachen kaufen. Also, du hast nur Milch. Gut, da hinten habe ich einen Buggy stehen. Gucken wir mal kurz Hallo, zu dir. Hallo, komm näher. Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. Möchtest du handeln? So. Einfach schön alles kaufen. Hi. Hallo. Herr Bürgermeister, schön, dich zu sehen. Ja, ich... Möchtest du handeln? Hab nicht viel Zeit zum Quatschen. So, Milch, dankeschön. So. Dann einsteigen. Einmal wenden. Ach, den Händler am Traktor hatte ich ja noch vergessen. Den hätten wir dann auch noch. Von daher ist aktuell Händlerrunde wieder eine Option für mich, wenn ich das Geld so dringend brauche. Und ich glaube, die Preise, die mir gerade angezeigt wurden, sind ja noch
ohne Anzug. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? So, ab hier kaufen wir wieder alles. Die hat wirklich immer ein super großes Angebot. Hallo! In den Kaffees. Herr Bürgermeister, schön dich zu sehen. Ja, immer nur Milch. Möchtest du handeln? Sicher. Die sind jetzt nicht so wichtig für mich. Lilly hat halt immer noch Äpfel, was super ist. Oh, hier. Das Theater hatten wir ja auch renoviert, repariert, fertiggestellt, wie auch immer. Ach, wobei, wenn ich eh jetzt zu Lilly fahre, kann ich doch mal unsere neue Brücke da schön präsentieren. Da springe ich jetzt nicht zum blauen Traktor, sondern fahre da mal mit dem Buggy hin. Auch wenn es mit Teleportation halt schneller geht. So, hallo Lilly. Hallo. Herr Bürgermeister, schön dich zu sehen. Ja, auch schön dich zu sehen. Möchtest du handeln? Sicher. Ich bin hier Großunternehmer. Ich kaufe hier bei allen Händlern fast alles. So. Schnell zum Auto. So, hier war ja immer die unvollendete Brücke. Schaut wunderschön, oder? Ich hoffe nur, dass es jetzt die richtige Straße. Das ist mal so ein weiter Weg. Okay, also beim nächsten Mal doch wieder Teleportation nutzen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Dam, 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 tralala, pums, pums, fallera. So, hier nochmal, Quatsch, falsche Richtung gelaufen. Hi. Hallo mein Freund, wie geht's? Sieh dich um, ich hab sicher das, was du brauchst. Jo, bestimmt. Ich brauche ja fast alles. Möchtest du handeln? So. Genug gekauft. Mal gucken, was für tägliche Quests heute anstehen. Transportmission ist schon mal nett. Scharf, okay. Reparatur, Transport. Machen wir die Transportmission erstmal. Da, da, da. Immer ein bisschen Geld verdienen kann ja nicht verkehrt sein. Den Leuten zu helfen ist auf gar keinen Fall verkehrt. Und wenn man dann auch der Bürgermeister ist, dann ja, win, win, win. Das ist ja ein Glücksfall für jeden. Ich brauche Geld, die Leute brauchen Hilfe. Am Ende sind alle zufrieden. Hm.
kurz schauen. Wir haben den 19. Mai. Ich glaube, ich bin immer noch im ersten Jahr. Moment, ich muss mit meinem Auto irgendwie da runterkommen. Meine Transportmission heißt, ich muss so schnell wie möglich irgendwo hinfahren. Gut, das Auto lassen wir hier. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Jason, hast du kurz Zeit? Das darfst du niemandem erzählen, hörst du? Hi. Hallo, genau. Wie geht's dir? Hallo. Kann ich dir helfen, Herr Bürgermeister? Nee, eigentlich kann ich dir helfen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Dies sind frisch gebackene Kuchen. Kannst du sie liefern, solange sie noch warm sind? Denk daran, es selbst zu liefern. Ich will es nicht in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel. Ja, ich bin ein ehrlicher Bürgermeister. Sicher, kein Problem. Sag mir einfach, wo die hin sollen. Oh Gott. Naja, gut. Kriege ich hin. Ich muss nur erstmal die Straße wiederfinden. So, ich fahre hier einfach mal einmal rum. Da oben ist die Straße. Blöde Leitplanke. So, dann jetzt Vollgas. Noch 2 Kilometer. Sind wir am Ende der Welt. Vollgas, Vollgas, tralalala. Ja, ich glaube auch noch keine Bäume gepflanzt. Ich bin so schluderig. Ich fälle die Bäume und tue nichts, damit sie nachwachsen. Im Moment einfach noch keine Zeit, da richtig professionell zu arbeiten hier. Zu viele Spontaneinfälle. Wenn ich wollte, könnte ich halt übers Gewächshaus das komplett finanzieren, indem ich einfach im Gewächshaus was anpflanze, dann mich immer für eine Woche hinlege, abwarte bis, oh Gott, Hilfe, bis das dann erntereif ist und das dann verarbeite und verkaufe. Aber so, hallo, ich habe hier eine Lieferung. Du hast es wirklich schnell geliefert, beeindruckend. So, gut. Gibt's einen Auftrag hier unten? Nein, aber da drüben. So. Gut. Dann sehen wir zu, dass wir den nächsten Lieferauftrag auch schnell erledigen. Gab es hier noch eine Brücke? Das sieht noch nicht nach Brücke aus. Eine Flachstelle hier. Das
könnte was sein. So. Hier bin ich noch nie lang gekommen. Blöder Zaun. So. Ach, wir waren hier am Holzwerk. Aha. Am Holzmarkt. So, wenn das noch schnell geht, wird... Geländer kann ich doch drüber springen, oder? Ja. Gucken wir mal. Hi, David. Hallo. Hallo, Herr Bürgermeister. Wie kann ich helfen? Nein. Ich frage dich, wie kann ich dir helfen? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Diese gefrorenen Früchte müssen an meinen Kunden geliefert werden. Und zwar schnell. Denk daran, es selbst zu liefern. Ich will es nicht in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel sehen. Und deshalb nimmst du die mit Sicher, zum Angeln? Sicher, kein Problem. Damit die nicht auftauen. Das ist ja skandalös. So, einsteigen. Kurz auf der Map schauen. Okay, kriegen wir hin. Ich musste nur kurz schauen, wer der Empfänger... Oh Gott, beinahe hätte ich einen arglosen Bürger überfahren. Einen achtlosen Bürger, der einfach nicht auf den Straßenverkehr geachtet hat. So, wie fahre ich am besten einfach wild durch den Wald? Gab es doch hier so eine blöde Straße da? Nein, das ist keine Straße. Hier kommt die Straße. Laufen. Hallo, hallo, hier gefrorene Früchte, ganz schnell. Hi. Du hast es wirklich schnell geliefert. Beeindruckend. Ja, ich tue mein Bestes. Gut, dann hätten wir noch das verlorene Schaf. Ist nicht so weit weg und eine Reparatur. Gut. Würde ich sagen, machen wir das verlorene Schaf noch als Quest. Wobei das dann wohl erst in der nächsten Folge passieren wird. Aber wir können ja schon mal in diese Richtung fahren. So. Normal müsste da unten irgendwo eine Straße kommen. Ah, blöder Busch. So, das ist der Fußweg hier. Okay. Okay, wir eiern hier einfach mal rum. Mal rum.
Ach, ist das die Truppe, die... Nee. Das muss hier an dem Hotel sein, an der Seilbahn, oder? Ja, das ist das Seilbahnhotel. Die haben Schafe hier? Na gut, wartet, dann starten wir hier unten mit der nächsten Folge. Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.